So, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Zentralübung hier im Kurs Einführung in die objektorientierte Programmierung. Ähm, wie immer oder wie letztes Mal, wenn Sie da sind und äh, Lust haben, sagen Sie doch auch kurz Hallo, schreiben Sie was in den Chat rein, dann weiß ich, dass Sie da sind und Sie wissen auch, dass Sie nicht alleine vorm Rechner sitzen, sondern noch ganz viele andere Leute jetzt mit uns gemeinsam loslegen wollen. Ähm, bevor es losgeht, kurz eine Frage an Sie: ähm, Können Sie mir auch immer während des äh, Streams schnell schreiben oder mir irgendwie anders Bescheid geben? Klappt die Technik? Ähm, sehen Sie mich? Hören Sie mich? Soll ich irgendwas leiser, lauter machen? Teilen Sie mir Ihre Wünsche mit und ich versuche das dann im Besten möglich umzusetzen. Perfekt. Okay. Ähm, ich würde gerne heute mit Ihnen ähm, die Sachen, die wir uns in der Vorlesung uns angeschaut haben, vor allem das, was wir ganz am Ende kurz überflogen haben, diese äh, Dekompositionsstrategie, aber auch die verschiedenen Bestandteile von so einfachen oder weniger komplizierten Bouncer-Programmen, mir nochmal mit einem Beispiel anschauen mit Ihnen gemeinsam und ein kleines Bouncer-Problem mit Ihnen gemeinsam lösen. Bevor wir das machen... Schaue ich ganz kurz, was wir sonst noch so durchgehen sollten. Ähm, ich glaube, organisatorisches haben wir jetzt heute ähm, nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, ähm, Jürgen ist auf jeden Fall da. Ähm, Janik ist, glaube ich, auch da. Also falls ich irgendwas vergesse, einfach in den Chat reinschreiben. Aber ich glaube, alles, was jetzt im Moment ganz super wichtig ist, ähm, habe ich eh heute Nachmittag schon. In Discord gepostet, lesen Sie sich das mal durch und denken Sie vor allem an die Anmeldung in FlexNow für die Studienleistung-Übungsaufgabe. Die Studienleistung sind diese drei ähm, Übungsaufgaben, die Sie bearbeiten müssen und in FlexNow müssen Sie sich dafür anmelden, damit wir Ihnen sagen können, dass Sie das bestanden haben. Und ähm, dann äh, können Sie sich, wenn wir das gemacht haben, im Februar auch für die Klausur anmelden. Äh, ganz wichtig, ähm, in FlexNow steht nicht, äh, das ist die Studienleistung, sondern da steht Übung zu diesem Kurs und da melden Sie sich äh, dann entsprechend an. Also Übung zur Einführung in die objektorientierte Programmierung. Idealerweise schauen Sie einfach, welche Modulposition das für Sie ist und dann finden Sie das schon. Ganz, ganz wichtig, nur machen Sie das. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt noch im Kopf. Um, aber ich glaube, dass Sie sich bis spätestens nächsten Montag, 1. November, anmelden müssen. Korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt. Um, machen Sie es aber auf jeden Fall. Die Anmeldung für die Vorlesung, um, die Anmeldung für die Klausur eigentlich, die geht noch nicht. Also außer Sie studieren irgendwie einen Studiengang, wo die Studienleistung keine Voraussetzung ist. Also vielleicht doch noch mal ganz kurz: Jetzt in dieser Woche für die Studienleistung-/Übung anmelden. Dann machen Sie das im Laufe ähm, des Semesters und wir schreiben Ihnen am Ende rein in FlexNow, dass Sie das bestanden haben. Und dann können Sie sich in der ersten Februarwoche äh, auch für die Klausur anmelden. Also Klausuranmeldung, das was für die Vorlesung zählt, erst äh, Anfang Februar. Ist ein bisschen kompliziert, hat äh, prüfungsrechtliche Gründe. Akzeptieren wir einfach so. Also ist für uns genauso viel Aufwand wie für Sie. <laughs> ähm, wenn es da noch irgendwie Fragen gibt, einfach in den Discord reinschreiben oder jetzt in den Chat reinschreiben. Wie immer, ich schaue auf den Chat, ich arbeite ja gleich auch mit Ihnen zusammen. Das heißt, wenn da noch Fragen auftauchen, beantworte ich die gerne. Ähm, ich glaube, sonst organisatorisches, außer diesen wichtigen Hinweis zu Flex Now und den Verweis ähm, nach Discord gibt es nicht. Also, wenn ich was vergessen habe. Sollte mir das irgendjemand jetzt schnell sagen, <laughs> ansonsten würde ich weitermachen. Ich würde gerne am Anfang ähm, vielleicht, um noch mal Sie so ein bisschen reinzuholen in das, was Sie in der letzten Woche gemacht haben, oder noch mal daran erinnern, äh, um noch mal daran zu erinnern, was Sie in der letzten Woche gemacht haben, ein kleines Quiz mit Ihnen machen. Ähm, normalerweise bei mir ist es ein bisschen leise. Weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber bei mir bin ich schon pegelmäßig äh, fast im roten Bereich. Also müsste ich eigentlich fast noch ein bisschen leiser machen. Also vielleicht näher an den Lautsprecher rangehen. Okay. Ähm, ich würde gerne ein kleines Quiz mit Ihnen machen, ähm, um Sie so ein bisschen abzuholen. Wir machen das bestimmt im Laufe des Semesters äh, noch ein paar Mal. Ähm, Idealerweise oder ab nächster, übernächster Woche ähm, machen wir das dann auch direkt in diesem Stream. Das kennen Sie vielleicht von anderen äh, Twitch-Streams, äh, dass man da so schöne kleine Quizzes direkt im, ähm, im Stream beantworten kann, mit äh, dann auch irgendwie einem Leaderboard oder was auch immer. Heute machen wir das ein bisschen ähm, klassischer und zwar machen wir das mit. Einem Tool, das nennt sich Pingo und äh, das ist auch so ein Classroom Response System. Und wir machen das deshalb mit einer etwas ähm, altbackeren Technologie, weil es mir erlaubt, Ihnen Fragen zu stellen, auf die es keine richtige oder falsche Antwort gibt. Ich möchte nämlich auch einfach mal so ein paar Sachen von Ihnen wissen. Vielleicht tun Sie mir den Gefallen und äh, gehen einfach mal auf diesen Link. Äh, donaten äh, müssen Sie nicht. Ich werde ja glücklicherweise vom Staat bezahlt. Aber gehen Sie mal auf den Link drauf ähm, und ich stelle Ihnen jetzt gleich ein paar Fragen und damit Sie auch sehen, wie Ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen antworten, teile ich gleich auch mal meinen Bildschirm mit Ihnen und da sehen Sie jetzt diese wunderbare Übersicht. Ähm, da sind schon einige von Ihnen drin und äh, nochmal der Hinweis: ähm, Das geht alles cooler und schöner. Weiß ich, äh, machen wir auch in den nächsten Wochen, aber jetzt habe ich eh schon so ein paar Fragen vorbereitet, ähm, einfach mal um ein bisschen äh, auch von Ihnen äh, zu erfahren, wie Sie so die letzten Wochen erlebt haben. Und fangen wir mal damit an. Ähm, ganz kurz einfach nur die Frage: ähm, Waren Sie denn schon in einer Übung? Links oben ähm, direkt drin. Also, das haben wir mal jetzt ganz kurz 30 Sekunden Zeit ähm, zu antworten. Und dann schauen wir uns auch gemeinsam an, was Sie so gesagt haben. Und ich glaube, die meisten von Ihnen äh, waren schon in der Übung. Äh, wie schaut das bei den anderen aus? Ähm, wenn Sie wollen, können Sie ja mal kurz in den Chat reinschreiben, warum Sie noch nicht in der Übung waren. Also ich würde, falls Sie diesen Kurs äh, offiziell besuchen, Ihnen ganz, ganz dringend raten, auf jeden Fall immer äh, die Übung zur Vorlesung und zur Zentralübung zu besuchen. Okay, ähm, gab es irgendwelche Probleme ähm, mit IntelliJ oder nicht? Ähm, konnten Sie die Entwicklungsumgebung installieren, ähm, hat alles geklappt. Okay, also, wenn Sie Java lernen wollen, aber trotz äh, glauben Programmieren schon zu können, würde ich trotzdem in die Übung gehen, weil da geht es ja nicht nur ums Programmieren, sondern auch um das Programmieren mit Java. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Ähm, bei den meisten Leuten hat es irgendwie dann funktioniert. Wenn es noch irgendwelche Probleme gibt, gerade jetzt so zu Beginn mit IntelliJ, dann melden Sie sich so schnell wie möglich bei uns. Also, das ist wirklich so die grundlegende Technik, die wir einsetzen. Ähm, da kommen wir auch nicht drum herum, weil wir alles auf diese Entwicklungsumgebung zuschneiden. Und wenn es da jetzt am Anfang noch ein paar Probleme gibt, einfach melden. Wir klären das gerne bei mir, äh, gerne mit Ihnen. Das Koordinatensystem und Bounce, aber nicht das Hindernis. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe für. Äh, schauen Sie mal, welche Karte Sie laden. Wenn sie aus Versehen Empty äh, am Anfang steht, dann ist das eigentlich das gewollte Ergebnis. Und im ähm, anderen Fall ähm, kann es sein, wenn ich mich dunkel zurückerinnere, dass es mit bestimmten Faden, also je nachdem, wo Sie dieses Projekt... Ähm, auf dem Rechner speichern tatsächlich Probleme ergeben äh, kann. Und ich, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr klingt das nach sowas. <laughs> also, das mit dem Tipp, äh, den richtigen Ordner zu öffnen, ist auch richtig. Ähm, finden Sie auch in Discord eine Anleitung. Aber wenn Sie jetzt sagen, Bouncer startet, aber Sie sehen das Hindernis nicht, also Sie sehen die Karte, Sie sehen Bouncer, ähm, aber eben nicht die Welt mit den Hindernissen und was auch immer sonst. Dann befürchte ich, dass das äh, ein anderes Problem sein könnte. Äh, vielleicht einfach mal in Discord schreiben. Ich erinnere mich aber, dass wir eine Lösung dafür haben. Also das ist, glaube ich, auch in den letzten Semestern schon mal vorgekommen. Vielleicht erinnern sich ja die ein oder anderen Tutoren und Tutorinnen dran und dann können wir das ganz schnell lösen. Okay, ähm, schauen wir mal noch, was ich Ihnen ähm, <laughs> was ich Sie fragen könnte. Wir haben ja in der letzten Woche. Drei Übungsaufgaben uns angeschaut und vielleicht sagen Sie mir mal schnell, ähm, welche davon Sie bis jetzt erfolgreich lösen konnten. <laughs> gerne auch in den Chat reinschreiben, ähm, wenn Sie mir sagen wollen, warum Sie bestimmte Aufgaben nicht gelöst haben, wo es Probleme gab. Also Sie können gerne auch einfach in den ähm, also jetzt für diese Fragen Pingo benutzen. Vielleicht kann ja jemand noch mal schnell den Link posten für die Leute, die nachgekommen sind, weil dann sehen wir nämlich ihre Antworten hier auch in dieser wunderbaren Grafik. Okay, was gibt's noch Interessantes zu erfahren? Äh, vielleicht ganz kurz einfach mal. Ähm, hat Ihnen das den Spaß gemacht? Also ich weiß, äh, das ist für die meisten Leute irgendwie ein offizieller Kurs hier an der Uni Regensburg. Ähm, Sie müssen das irgendwie machen. Ich habe Ihnen ja in der ersten Sitzung schon gesagt, dass etwas, dass dieses Argument, sie müssen das machen, nicht das Allerbeste ist. Aber im Idealfall machen sie das nicht nur, weil es super wichtig für ihr Studium ist, sondern weil es vielleicht auch ein kleines bisschen Spaß macht. Und das würde ich gerne einfach mal kurz anonym von Ihnen wissen. Hat Ihnen denn das ein bisschen Spaß gemacht? Okay. Das schaut doch sehr, sehr gut aus. Also, ein bisschen Spaß hat es jedem gemacht. Und einigen Leuten sogar sehr viel. Also, das, das freut mich uns, glaube ich, ungemein. Ähm, dann schauen wir mal, ähm, was ich so richtig und falsch gemacht habe. Und sagen Sie mir mal kurz, ähm, ob Ihnen die Vorlesung beim Bearbeiten der Übungsaufgabe geholfen hat. Also können Sie sich jetzt überlegen, wie Sie das interpretieren, ob Sie ähm, nur die letzte Vorlesung meinen oder die heutige auch noch mit einbeziehen. Aber sagen Sie einfach mal kurz, ähm, hat das, was wir theoretisch und da besprochen haben, Ihnen bei der Bearbeitung der Übungsaufgabe geholfen? Okay, also ein paar Leute äh, sagen nein, ähm, gibt bestimmt auch gute Gründe dafür, aber den meisten Leuten hat das geholfen. Und dann würde ich natürlich auch noch gerne wissen, ähm, wie schaut denn das mit der Zentralübung aus? Ähm, die Inhalte, die wir für die Übung letzte Woche gebraucht haben, haben wir erst diese Woche gemacht. Hm, weiß ich gar nicht. Äh, müsste ich mal drüber nachdenken, ob es wirklich so krass war, äh, dass ich so viele Dinge vergessen habe. Aber ich glaube, die ähm, e und weil sachen habe ich zumindest ganz kurz angesprochen. Also, das müsste eigentlich äh, zumindest im. im Ansätzen drin gewesen sein. Es kann sein, dass wir in der Zentralübung ähm, das da nicht praktisch gemacht haben, aber in der Vorlesung, glaube ich, stand zumindest auf den Folien, die wir nicht komplett fertig gemacht haben. Okay, also Zentralübung scheint ein ähm, bisschen besser geholfen zu haben. Das ist vielleicht auch gar nicht so unverständlich, gerade am Anfang. Je praktischer wir arbeiten, desto mehr, desto leichter fällt Ihnen dann das Ganze auch zu transfer transferieren ähm, auf äh, Ihre eigenen Aufgaben. Dann schaue ich mal, was ich hier noch in dieser Schatzkiste habe an Fragen. Ähm, können ja mal ein bisschen schauen, was Sie so schon so mitgenommen und aufgeschnappt haben. Ähm, ich habe Ihnen mehrfach schon von einer ähm, ganz wichtigen Methode in so einem Bouncer-Programm ähm, etwas erzählt, die für uns so den Einstiegspunkt in unsere Programme ist. Äh, da schreiben wir. Rein, was Bouncer tun soll und die Befehle, die da drin stehen, die werden äh, sequentiell abgearbeitet und damit startet eigentlich jedes Bouncer-Programm. Also eine ganz, ganz wichtige Methode, die hat jedes Bouncer-Programm und da implementieren wir mehr oder weniger unser Programm. Genau, Bounce, das ist diese, ähm, diese Methode, die jedes Bouncer-Programm hat ähm, und in dem jedes Bouncer-Programm startet. Und dann haben wir ähm, noch eine. Andere ähm, Methode kennengelernt. Da hatte ich eigentlich auch eine Frage für vorbereitet. Ähm, mh, sehe ich jetzt leider gar nicht. Aber Sie wissen bestimmt, welche andere Methode ich meine. Ähm, Im Kontrast zu der Bounce-Methode haben wir heute in der Vorlesung ähm, über eine Methode geredet, die nicht nur jedes Bouncer-Programm hat, sondern die tatsächlich jedes Java-Programm hat. Die haben wir zumindestens ähm, Schon mal auch gesehen in unserem Quellcode, weil die da immer eh drin steht. Und genau, jetzt kommt auch schon im Chat die Antwort: die Main-Methode. Das ist diese Methode, die hat wirklich jedes Java-Programm, nicht nur diese kleinen Bouncer-Programme, die wir schreiben oder die anderen Programme, die wir im Laufe des Semesters schreiben, sondern die finden Sie direkt oder indirekt immer in jedem Java-Programm und da beginnt eigentlich das Ausführen von so einem Java-Programm. Was in unseren Bouncer-Programmen passiert, ist, dass dann ähm, direkt diese Bounce-Methode aufgerufen wird und damit dann unser Startvorgang äh, auch ausgelöst wird. Okay, dann äh, könnten Sie mir vielleicht doch mal sagen, was wir für Werkzeuge kennengelernt haben. Ähm, die es uns erlauben, äh, unsere Programme zu strukturieren und gliedern. Sie haben bestimmt in den ersten Übungen gemerkt, ähm, dass wenn Sie größere Programme haben mit ganz vielen Befehlen, irgendwann diese Bounce-Methode relativ voll wird. Und wir haben so ein Werkzeug schon kennengelernt, mit dem wir äh, Struktureinheiten abgeschlossen in unserem Programm aufmachen können und unser Programm da so ein bisschen aufteilen können. Auch die meisten richtig gesagt, das sind natürlich die Methoden die wir jetzt dann gleich auch noch ganz viel einsetzen werden. <laughs> okay. Dann vielleicht noch eine letzte Frage ähm, zum Ende hin. Ich suche mir mal schnell was aus. Ähm, wie bezeichnet man denn diese funktionalen Fehler in einem Computerprogramm. Also da sind nicht die Syntaxfehler gemeint, sondern diese andere Gruppe von Fehlern, die ein Programm zwar starten lassen, die aber dann, wenn das Programm ausgeführt wird, dazu führen, dass wir nicht das sehen, was wir sehen wollen, sondern dass irgendwo in der Programmlogik eben genau diese Art von Fehlern drin ist, die... Ähm, dann Eben dafür sorgen, dass Bouncer irgendwas macht, aber nicht das, was er eigentlich tun soll. Genau, das sind diese Bugs, die haben wir heute in der Vorlesung ähm, das erste Mal auch beim Namen genannt. Ich habe Ihnen so verschiedene äh, Beispiele für häufige Fehler äh, gezeigt, die, ähm, die die zumindest einige von Ihnen bestimmt jetzt am Anfang auch machen. Und äh, Sie können sich schon mal darauf einstellen, dass diese Bugs ähm, uns eigentlich das ganze Semester auch darüber hinaus begleiten werden. Ähm, das sind Dinge, die kriegen Sie aus keinem Programm raus. Sie können zwar immer besser werden, ähm, da drin weniger Bugs zu machen, aber so wirklich fehlerfreien Code, gerade bei komplexen Systemen, werden sie nicht schreiben. Was wir lernen müssen, ist damit umzugehen, ähm, mit guten Methoden und Techniken dafür zu sorgen, dass unser Quellcode so wenig Bugs wie möglich enthält und dann äh, gleichzeitig auch lernen, wenn so ein Fehler auftritt, den möglichst schnell zu identifizieren und beheben zu können. Also. Machen Sie sich keine Sorgen, Bugs wird es immer geben, aber Sie lernen ähm, im Laufe des Semesters und dann natürlich darüber hinaus besser damit umzugehen. Okay, würde ich sagen, ähm, lassen wir das mal äh, bei diesem kleinen Quiz. Das ist ja doch ein bisschen ähm, weniger spektakulär als jetzt irgendwie so eine in den Stream integrierte äh, Game Show. Das machen wir dann ähm, vielleicht in den nächsten Wochen und jetzt machen wir das, was wir eigentlich äh, im Stream machen wollen. Wir programmieren ein bisschen. Ähm ich würde gerne mit Ihnen ähm, mindestens eine Aufgabe lösen. Ich habe zwei kleine Aufgaben vorbereitet. Eine ist vielleicht so eine Bonusaufgabe, äh, an der Sie dann äh, im Nachhinein noch ein bisschen knobeln können. Aber eine Sache würde ich gerne heute mit Ihnen ähm, gemeinsam programmieren. Und bevor ich Ihnen zeige, um was für eine Aufgabe es geht, würde ich gerne noch mal kurz Ihnen zeigen, wie Sie mitmachen können, wenn Sie, während wir über die Probleme reden, auch gleichzeitig ein bisschen programmieren wollen. Und zwar finden Sie im GRIPS-Kurs, also ich zeige Ihnen mal ganz kurz, ähm, so, ich zeige Ihnen mal ganz kurz, äh, wie das Ganze ausschaut. Wenn Sie in den Gripskurs reinschauen, dann sehen Sie hier den Eintrag für äh, diese Woche. Und ähm, in diesem Eintrag sehen Sie unter anderem hier die Beispiele aus der Zentralübung: einmal mit einem Startercode und einmal mit einer kommentierten Lösung. Wenn Sie mitmachen wollen, laden Sie sich das hier runter, ähm, entpacken dieses Archiv auf Ihren Rechner und öffnen in IntelliJ das Projekt und dann können Sie mitmachen. Den Link dazu, den direkten, falls Sie irgendwie keinen Zugriff auf Grips haben oder sich den Weg sparen möchten, den habe ich auch schon in den Chat gepostet und vielleicht kann ja irgendjemand, ähm, der äh, oder die den Link noch äh, parat hat, den einfach nochmal posten für alle anderen und dann können Sie sich dieses Starterpaket runterladen und loslegen. Okay. Ich glaube, weil, weil jetzt gerade nochmal irgendwie diese Frage kam, dass auf der Karte nicht zu sehen ist, das müssen wir uns dann wirklich im, im Detail in Ruhe nochmal anschauen. Erinnern Sie uns in Discord dran, äh, schreiben Sie uns am besten vielleicht auch mit einem kurzen Screenshot oder so und äh, dann lösen wir das Problem auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter, als das jetzt hier so asynchron über den Chat zu regeln. Aber ich glaube, dass ich das Problem kenne dass wir bestimmt eine gute Lösung finden. Okay, ähm, lassen Sie uns mal anschauen, was ähm, wir heute dann für ein Problem lösen möchten. Sie können ja im Hintergrund noch mal über diesen Link ähm, sich das Starter-Paket herunterladen. Ich öffne das dann gleich auch hier bei mir äh, und zeige Ihnen noch mal, wie Sie das in IntelliJ zum Laufen bekommen, im besten Fall. Aber wir schauen vorher mal rein, was Bouncer eigentlich tun soll. Und dazu habe ich einen kleinen Screenshot vorbereitet. Augenblick. Wir steigen jetzt ähm, didaktisch auf ein ganz neues Level. Denn äh, ich habe ein Whiteboard. In dem Whiteboard kann ich Dinge einzeichnen. Und ähm, das macht bestimmt ganz viele Dinge leichter. Ähm, was ich gerne mit Ihnen implementieren möchte, ist... Diese kleine Problemstellung, eine Problemstellung, in der Bouncer, unser kleiner Roboter, hier unten links auf dem Anfang der Karte steht und vor ihm im Boden eine Reihe von Löchern sind. Diese Löcher soll Bouncer bepflanzen und bepflanzen heißt für uns, die Löcher soll er grün ausmalen. Für diejenigen von Ihnen, die... Jetzt vielleicht das erste Mal hier sehen, was wir machen. Bouncer ist so ein kleiner zweidimensionaler Roboter, der läuft über diese Karte, kann mit Java-Befehlen gesteuert werden. Und wir müssen ganz viel Fantasie immer mitbringen, um diese Probleme, die wir hier versuchen mit kleinen Programmen zu lösen, richtig oder korrekt zu interpretieren. Also Bouncer, dieser kleine gelbe Roboter, kann sich schrittweise über die Karte bewegen, hat diese... Diesen Weg, diesen Boden mit vielen Löchern vor sich und ähm, er soll in jedes dieser Löcher ähm, eine Blume pflanzen, also jedes dieser Löcher betreten und dort die Felder grün einzeichnen. Sind Sie noch äh, so weit bei mir? Also grundsätzlich erstmal die Aufgabe vom Bouncer verstanden. Wir schauen uns dann gleich mal an, was wir so für Constraints haben, also so Bedingungen, die wir beim Lösen von diesem Problem einhalten müssen. Okay, also erstmal grundsätzlich ist das Problem relativ überschaubar. Jetzt verrate ich Ihnen ein paar Dinge, die für diese Welt, in der Bouncer genau dieses Problem lösen soll, gelten. Bouncer startet immer auf diesem ersten Feld. Also hier startet Bouncer immer und Bouncer soll am Ende, wenn das Programm durchgelaufen ist, immer hier auf diesem letzten Feld der Karte äh, zum Stehen kommen. Äh, ja, das ist live. Ähm, ich weiß nicht, ob man bei Twitch pausieren kann. Müssen Sie ausprobieren. Es gibt aber bestimmt danach noch eine Aufzeichnung. Also bevor irgendwie ein Unglück passiert. Äh, gehen Sie lieber. Ähm, also, Bouncer steht am Anfang, wenn unser Programm startet, auf diesem ersten Feld. Ganz am Ende soll er auf dem letzten Feld äh, ankommen. Und ähm, wenn er auf diesem letzten Feld angekommen ist, dann sollen alle Löcher, die er auf dem Weg passiert hat, grün ausgemalt sein. Das erste hier, ähm, das hier, ist ähm, unser Ausgangszustand und das hier ist der Endzustand, den wir erreichen wollen. Was wissen wir noch über diese Welt, in der Bouncer sich bewegt? Wir wissen, ähm, dass Bouncer immer auf diesem Boden, das ist diese schwarze untere Schicht ganz äh, unten am Kartenrand, startet. Also er steht immer direkt auf diesem... Auf diesem Boden. Wir wissen auch, dass das erste und das letzte Feld, egal welche Kartenvariante wir benutzen, niemals ein Loch ist. Und wir wissen, dass zwischen zwei Löchern immer mindestens äh, ein Feld Abstand ist. Sonst wäre es auch ein großes Loch und äh, keine zwei Löcher. Also es gibt Löcher, es gibt keine großen Löcher. Löcher haben immer die Breite von einem Feld. Dann gibt es aber ganz viele Dinge, die ganz unterschiedlich sein können. Sie sehen rechts zwei Varianten von dieser Welt oder von diesen Welten, in denen Bouncer ja genau dieses Problem lösen soll. Einmal können die Löcher an beliebigen Orten sein. Also solange diese Bedingungen erfüllt sind, dass das erste und das letzte Feld kein Loch ist und dass äh, zwischen zwei Löchern immer mindestens ein Feld Abstand ist, können Sie davon ausgehen, dass diese Löcher, die bepflanzt werden sollen, irgendwo auf diesem Boden sind. Das können wir vorher nicht wissen. Und was wir auch nicht wissen können, ist, wie tief dieser Boden ist. Das heißt, diese Löcher, äh, in die Bouncer heruntersteigen soll und die er dann bepflanzen soll, die können beliebig tief sein wissen wir nicht, wir wissen nur, die sind irgendwo auf diesem Weg. Die sind mindestens ein Feld voneinander entfernt, können aber nach unten beliebig tief sein. Wir könnten es auch anders formulieren, Bouncer startet auf dem Boden auf einer beliebigen Y-Position auf dieser Karte und der Boden ist direkt unter ihm. Okay, was wir jetzt versuchen zu entwickeln, ist ein Programm für Bouncer, Ausgehend von dem Starterpaket, in dem Sie diese Ausgangslage finden, dass für alle drei Varianten an Welten, die ich Ihnen in dem Starterpaket hinterlegt habe, ähm, ohne Veränderung am Quellcode äh, diesen Zustand erzeugt, dass eben am Ende diese ganzen Löcher bepflanzt sind. Was möchten Sie noch über diese Aufgabenstellung wissen, bevor wir loslegen? Also gibt es noch irgendwelche Fragen? irgendwelche Ausgangsbedingungen oder Zielbedingungen, die wir genauer definieren sollten, ähm, irgendwelche offenen Fragen bezüglich der Anforderungen dieses Programms, bezüglich der Ausgangsposition von Bouncer oder ist erstmal soweit alles klar, dass wir anfangen können, ähm, das Ganze mal in Code umzusetzen oder uns erstmal Gedanken darüber zu machen, wie wir das jetzt tatsächlich als Programm ähm, abarbeiten. Also schreiben Sie mal in den chat rein. Ähm, eins kann weitergehen. Zwei, ich muss noch ein paar Dinge wissen über Bouncer und seine Welt, bevor wir weitermachen können. Okay, schaut gut aus. Dann ähm, würde ich vorschlagen, Sorgen wir im nächsten Schritt dafür, dass wir diese initiale Welt, ähm, in der Bouncer startet, äh, auf unserem Rechner sehen. Also, dass unser Programm erstmal überhaupt startet und diese Welt sichtbar wird. Und äh, dann im zweiten Schritt ähm, fangen wir mal an mit dieser Dekompositionsstrategie, die wir äh, uns in der Vorlesung heute angeschaut haben. Äh, Teilschritte und möglichst. Kleinteilige Schritte dann zur Lösung von diesem Problem zu identifizieren. Ähm, wie starten Sie ähm, oder wie kriegen Sie äh, diese Ausgangssituation auf Ihrem Rechner angezeigt? Ähm, ganz kurz hier nochmal was umbauen. So. Ähm, ich glaube, jetzt kann ich es Ihnen zeigen. Ja, jetzt müsste alles. Da sein. Ich habe ähm, diese beiden Starterpakete für die heutige Übung ähm, mach's mal so groß wie es geht, ähm, schon runtergeladen. Ähm, das hier ist das Starterpaket für die erste Aufgabe. Und das erste, was ich jetzt mache, ist, ich entpacke das erstmal. Das kann ich jetzt hier auf meinem Rechner über diesen Kontextmenü 7-Zip machen, weil ich das ähm, heruntergeladen habe und installiert habe dieses tool ähm, bei ihnen wenn sie windows benutzen können sie auch hier senden an und nein nicht senden an sondern alle extrahieren auswählen macht das gleiche am ende haben wir hier einen neuen ordner und da drin ist unser ähm, projekt das wir jetzt mit intellij öffnen wenn das bei ihnen ähm, wenn Sie einen anderen Weg wählen, um dieses Paket zu entpacken, kann es sein, dass äh, nicht direkt der Projektordner entpackt wird, sondern dass der übergeordnete Ordner entpackt wird und dass dann das eigentliche Projekt nochmal in einem Unterordner versteckt ist. Das merken Sie, wenn Sie jetzt versuchen, in IntelliJ dieses Projekt zu öffnen. Ich mache das mal, ich habe jetzt hier IntelliJ gestartet. Ähm, ich öffne ein neues Projekt. Ich bin hier auch schon auf meinem Desktop, wo ich das Ganze entpackt habe. Und ähm, jetzt sehe ich hier, das ist das Projekt, was ich gerade entpackt habe. Und das ist das Projekt, was ich gerade, äh, was ich jetzt aufmachen möchte. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, ich hoffe mal, das kann man ein bisschen erkennen, dann sehen Sie, dass genau dieser Ordner sich von allen anderen Ordnern unterscheidet mit diesem kleinen schwarzen Symbol. Das ähm, ist von IntelliJ das Zeichen dass dieser Ordner hier als Projektordner erkannt worden ist. Also wenn Sie irgendwie sich nicht sicher sind, welchen Ordner ähm, sollen Sie genau öffnen? Ähm, wo steckt das Projekt eigentlich drin? Immer auf dieses kleine schwarze Icon äh, schauen. Ist das bei Ihnen auch zu sehen? Schreiben Sie mal wieder rein in den Chat. Ja, nein. Ähm, ob Sie das auch so sehen. Sehr gut. Ähm, wenn Sie mal aus Versehen einen anderen Ordner öffnen, also laden das Starterpaket runter, Sie entpacken das und dann öffnen Sie irgendwie den übergeordneten Ordner, dann würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie, wenn Sie noch nichts an dem Projekt gemacht haben, diesen entpackten Ordner, also das Projekt schließen in IntelliJ, den entpackten Ordner löschen, das Ganze nochmal entpacken und dann den korrekten Ordner öffnen. Denn wenn Sie den falschen Ordner öffnen, dann macht IntelliJ ein bisschen was mit diesem Ordner, fügt er irgendwelche Dateien rein, dann wird das Problem immer nur noch schlimmer. Also entweder immer direkt den richtigen Ordner öffnen und wenn Sie das mal falsch machen, dann einfach diesen Projektordner löschen, neu entpacken und dann aber den richtigen öffnen. Machen wir das mal. <laughs> dann äh, Dauert es kurz ähm, und irgendwann sehen Sie dann in IntelliJ das Projekt geöffnet. Ähm, wenn Sie mal in diesen SRC-Ordner, der steht für Source, da ist der Quellcode drin, ähm, reinschauen, dann finden Sie da eine Datei und diese Datei hier, bouncer Zerpflanzt an, das ist die Grundlage für das Programm, was wir jetzt schreiben. Kennt schon sich ein bisschen aus. Äh, Sie wissen, wie so ein Bouncer-Programm aufgebaut ist. Hier diese Bounce-Methode, die wir schon angesprochen haben. Da legt unser Programm los und da kommen unsere Befehle jetzt auch gleich rein. Und ähm, hier diese Main-Methode, die jedes Java-Programm hat und in der über Befehle, die wir noch gar nicht so richtig verstehen, diese Bounce-Methode dann aufgerufen wird. Also das hier, Zeile 25, ist das allererste, was passiert, wenn unser Programm startet. Und glauben Sie mir, ähm, wenn ich Ihnen sage, dass dadurch dieses Programm, diese Bounce-Methode indirekt aufgerufen wird. Ähm, wissen Sie noch, was das hier ist? Schreiben Sie mal in den Chat rein. Haben wir heute in der Vorlesung auch nochmal explizit angesprochen. Ähm, was ist das hier? Was ich gerade markiere. Äh, dieser komische Text schaut irgendwie nicht aus wie Java. Kommentar. Genau, das ist ein Kommentar und Sie erinnern sich, ähm, solche Kommentare, ähm, wenn die mit diesen Zeilenmarkierungen, ähm, Multiline, genau so heißt das, Multiline-Kommentar oder mit diesen einzelnen Zeichen für einen Kommentar, der nur eine Zeile lang ist, markiert werden, ähm, dann ignoriert die Entwicklungsumgebung bzw. der Compiler alles das, was hier drin steht. Also das hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Programmlogik. Aber ich kann das lesen, Sie können das lesen ähm, und damit können wir zusätzliche Informationen zu diesem Projekt ähm, abspeichern. Also, hier ganz konkret habe ich ein bisschen aufgeschrieben, was unsere Aufgabe ist, ähm, was soll Bouncer tun, mit was für einer Ausgangslage gehe ich an dieses Programm ran, also in was für einer ähm, Ausgangslage wird das Programm gestartet und was soll am Ende erreicht werden. Sehr ausführliche Kommentare. Ich habe das heute in der Vorlesung gesagt. Zu Beginn machen wir das auch so. Wir schreiben eher mehr Kommentare, als notwendig sind, um das zu trainieren, um Ihnen diese Ebene näher zu bringen, also dass wir wirklich was machen können. Wir können über den Programmcode hinaus uns Notizen machen, Dinge festhalten, unsere Überlegungen, Gedanken schildern. Und wir werden dann im Laufe des Semesters und darüber hinaus merken, an welchen Stellen das denn am Ende noch sinnvoll ist oder wo es vielleicht andere Möglichkeiten gibt ähm, zu beschreiben oder besser zu beschreiben, was der Quellcode macht. Hier auch noch mal der Hinweis: ähm, Wir haben nicht nur eine Karte mit der wir dieses Programm testen können, sondern gleich mehrere. Ich starte jetzt einfach mal das Programm und dann zeige ich Ihnen, wie Sie äh, auch diese alternativen Karten äh, testen können. Ähm, wie starte ich das Programm? Da gibt es jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir können hier auf diese Datei noch mal gehen, im Kontextmenü Run ausführen. Dann sollte im besten Fall, das ist immer die Stelle, wo alles schief gehen kann, ähm, das Ganze so ausschauen bei Ihnen. Da sollte dieses Fenster aufgehen und bei uns da steht, wie gerade eben auch gezeigt, hier unten auf diesem Feld. Passiert noch nichts, weil wir noch keine Befehle gegeben haben. Ähm, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ähm, wie wir diese Programme starten können. Wenn wir das einmal gemacht haben über das Kontextmenü, können wir immer wieder über diesen grünen Pfeil hier oben äh, das gleiche Programm starten. Also das letzte Programm, was über das Kontextmenü ausgeführt worden ist, können Sie immer über diesen grünen Befehl neu starten. Sie können dieses Fenster auch ähm, offen lassen. Jetzt habe ich, hab ich sie auch weggemacht. Jetzt sehe ich den Chat nicht mehr. Ähm, sollte unter Windows nicht schütteln. Jetzt sehe ich wieder alles perfekt. Ähm, Sie können ähm, dieses Fenster äh, auch offen lassen und dann im Hintergrund am Code arbeiten. Und äh, wenn Sie nochmal auf diesen Pfeil, der jetzt ein bisschen anders schaut, klicken, dann äh, startet IntelliJ das ganze Programm mit den Änderungen, die Sie bis dahin vorgenommen haben, nochmal neu. Es gibt noch einen dritten Weg. Ähm, ich habe Ihnen ja gesagt, so eine Main-Methode. Ähm, die ist was ganz Besonderes. Die hat jedes Java-Programm und danach sucht auch. Ähm, die Laufzeitumgebung, wenn dieses Programm gestartet werden soll. Und ähm, IntelliJ erkennt das auch, dass das eine Main-Methode ist. Und hier werden dann diese kleinen grünen Pfeile angezeigt. Da können Sie einfach draufklicken und dann auch über das Kontextmenü das Programm starten. Also ganz, ganz viele Wege, ähm, um dieses Programm auszuführen. Jetzt läuft unser Programm. Ähm, Vielleicht kurze Statusmeldung von Ihnen. Ähm, schreiben Sie rein. Eins, ja, bei mir schaut das jetzt genauso aus. Oder zwei, bei mir gibt es noch Probleme. In den Chat rein, damit wir wissen, ob es weitergehen können. Okay, also genau, bei Ihnen gibt es ja noch Probleme. Das habe ich noch im Hinterkopf. Bei den anderen schaut es aber gut aus. Perfekt. Dann mh, legen wir doch einfach mal los. Ähm, ich. wird vorschlagen. Hm, 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 hm. Lassen Sie uns einfach ein bisschen reden. Ich glaube, Whiteboard brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ähm, ich würde jetzt gerne dieses Gesamtproblem, was Bounce hat, ähm, nämlich diese Löcher zu bepflanzen und alle Löcher zu bepflanzen, die auf diesem Weg äh, zu finden sind. Ähm, Zerlegen in Teilaufgaben, die ich dann im Quellcode ähm, auch richtig implementieren kann. Und wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, dann gibt es so auf den ersten Blick ähm, mindestens zwei kleine oder größere Teilprobleme, in der sich oder in die sich dieses große Gesamtproblem zerlegen lässt. Also großes Problem bei uns soll am Ende ähm, auf den ähm, auf dem letzten Feld angekommen sein ähm, und soll auf diesem Weg dann alle Löcher grün ausgemalt haben. Was sind Ihre Vorschläge? Da kommt jetzt schon rein im Chat: Laufen und Pflanzen. Genau. Ähm. Haben Sie sonst noch Vorschläge? Ähm, wenn Sie jetzt wirklich mal die. Can move right. Okay, das ist schon mit sehr viel Code. Ähm, Gibt es irgendwie einen Gegenvorschlag zu dieser Idee, dass wir mal laufen und pflanzen als ähm, so große Hauptprobleme sehen? Irgendjemand einen besseren Vorschlag, wenn wir jetzt wirklich ganz abstrakt auf das Top-Level von diesem Problem schauen und sagen: Bouncer muss einmal über den Boden laufen. Und dabei muss er an den richtigen Stellen diese Pflanzaufgabe erledigen. Gibt es da irgendwie Gegenmeinung? Schreiben Sie mal Ja, Nein in den Chat rein. Haben Sie noch einen anderen Vorschlag? Oder wollen wir das erstmal so machen? Okay. Also, schaut, schaut jetzt nicht so aus, als ob es großartig ähm, Gegenvorschläge gibt. Das heißt, ähm, wir fassen jetzt mal zusammen. Unser gesamtes Programm wird so ablaufen, dass Bouncer irgendwie über diesen Weg laufen soll. Und dann führt er jetzt auf dieser Karte 1, 2, 3, 4, auf anderen Karten vielleicht unterschiedlich häufig ähm, eine Teillösung durch, wiederholt, nämlich das Bepflanzen von diesen Löchern. Also einmal laufen und pflanzen. Ähm, wollen wir das vielleicht einfach mal festhalten? Ähm, genau. Genau, da kommen wir gleich zu. Jetzt kommt nämlich schon im Chat die, der Hinweis, dass wir vielleicht noch einen Schritt weiter gehen können und äh, dieses Problem Pflanzen ähm, noch weiter unterteilen können. Aber lassen Sie uns mal die beiden Sachen erstmal festhalten ähm, als, Moment, als mögliche größere Teilsequenzen, die wir lösen müssen. Ähm, wie machen wir das? Wenn ich jetzt diese beiden Aufgaben, die Bouncer hat, ähm, wir wissen jetzt noch nicht so hundertprozentig, wie die ineinander verschachtelt sind, aber ich möchte jetzt diese beiden Aufgaben, ähm, vor allem dann dieses Pflanzen, irgendwie als eine, eine Teillösung in meinem Quellcode definieren, festhalten. Ich möchte mir überlegen, ähm, wie pflanze ich ähm, eine so eine Pflanze in ein Loch? Und äh, würde das gerne so implementieren, dass ich diese Lösung äh, so oft wie ich sie brauche in meinem Code wiederholen kann. Was, was kann ich da für ein Konstrukt benutzen? Was kann ich da für irgendwie einen Baustein für, von meinem Programm benutzen, die wir äh, im Laufe der letzten beiden Wochen kennengelernt haben, um sowas zu machen? Plant-Methode, genau. Also ich erstelle eine Methode, die genau dieses kleine Teilproblem löst. Und damit können wir ja gerne mal anfangen. Wir ähm, schreiben eine Methode und bis jetzt haben wir uns immer darauf geeinigt, dass ähm, so eine Methode immer gleich aufgebaut ist, bis auf den Namen, ähm, was diese sogenannte Methodensignatur dann genau heißt. Das habe ich Ihnen ja schon angekündigt, dass wir das im Laufe des ähm, Semesters. Äh, eigentlich schon in den nächsten Wochen genau erklären. Aber jetzt gilt erstmal, wenn ich eine Methode haben möchte, dann schreibe ich dieses Private Void rein. Ich gebe dem Ganzen einen Namen. Ähm, planned ähm, war jetzt der, äh, der Vorschlag. Ähm, fällt Ihnen noch ein besserer Name ein? Also Methode soll ähm, dafür sorgen, dass Bouncer ein Loch, ein Loch dieser Karte bepflanzt und wir müssen uns dann gleich noch überlegen was die Vorbedingungen sind oder die Nachbedingungen aber ähm, so ganz allgemein ist das jetzt eine Methode die genau diese Aufgabe hat ein loch zu bepflanzen heading to hole plant first So, müssen wir es einfach mal plant nennen mir fällt tatsächlich jetzt im Moment auch nichts Besseres ein ich glaube, ich habe es in der Lösungsvorschlag ein bisschen anders gemacht, aber das ist jetzt erstmal unsere Aufgabe oder unsere Methode. Und wir vergessen bestimmt, aha, wenn wir uns über andere da Dinge Gedanken machen, ähm, was wir eigentlich mit dieser Methode vorhaben. Und ich würde jetzt gerne, bevor ich mich damit beschäftige, Phil äh, Holy, irgendwie sowas wäre auch nicht schlecht, ähm, bevor ich mich jetzt damit beschäftige, hier, ich mache mal. Das, was man normalerweise nicht machen soll im Quellcode, nämlich ganz, ganz viele Leerzeilen einfügen ohne Sinn, damit sie sich jetzt mehr hier darauf konzentrieren können. Bevor ich jetzt anfange, hier den Quellcode reinzuschreiben, die Befehle, die dafür sorgen, dass das passiert, was ich mit dieser Methode tatsächlich machen soll, würde ich gerne mir kurz eine Notiz machen, was wir jetzt alles schon Schlaues besprochen haben. Wie kann ich das machen? Ich würde gerne irgendwo hier mir aufschreiben was ich eigentlich mit dieser Methode vorhabe und wann diese Methode verwendet werden soll. Unter welchen Bedingungen die ein richtiges Ergebnis bringt und unter welchen Bedingungen vielleicht nicht. Wie kann ich das jetzt irgendwie möglichst dauerhaft, möglichst nah an dieser Methode ähm, notieren und festhalten? Irgendein Vorschlag? Ein Kommentar? Sehr gut. Also ich. Reite ähm, manchmal gerade jetzt zu Beginn so ein bisschen darauf rum, weil sie sollen genau das Offensichtliche sagen: ein Kommentar. Ähm, es kommt der Kommentar, da kommen auch die Vorschläge, ähm, ein Loch füllen, genau, es kommen gleich irgendwie so Hinweise. Ich würde gerne ein bisschen mehr schreiben. Ich bin jetzt in den ersten Wochen Fan davon, dass wir ganz, ganz viel dazu schreiben. Was ist nochmal die andere ähm, Möglichkeit? Also nicht äh, mit diesen beiden Schrägstrichen einen einzeiligen Kommentar, genau einen mehrzeiligen Kommentar. Und äh, Sie sehen, ähm, wenn ich das mache in meiner Entwicklungsumgebung, ähm, dann wird mir auch gleich automatisch das Ende ähm, aufgeschrieben bzw. hingemacht, also diesen schließenden... Befehl für um den Kommentar zu schließen, den muss ich gar nicht selber machen. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt hier noch so ein Sternchen vor jede Zeile hinzufügen, müssen Sie aber nicht unbedingt. Ähm, ich schreibe mir jetzt mal auf, was diese Methode tun soll. Ähm, und ich würde jetzt heute nochmal Deutsch benutzen und wir steigen dann in der Zentralübung so ganz langsam im Lauf des Semesters auf Englisch hin. Ähm, was war nochmal der Grund, warum man. Auch wenn man, wenn man eigentlich Deutsch spricht und niemand, der irgendwie nicht Deutsch spricht, die ähm, den Code liest, äh, vielleicht dann doch eher englische äh, Kommentare schreiben sollte. Erinnern Sie sich an so ein Argument, ähm, warum englischsprachige Kommentare in den meisten Programmiersprachen ganz sinnvoll sind? <laughs> irgendeine Idee? Ja. Ja, das wäre so ein inhaltlicher Grund. Ähm, genau, die Anweisungen im Code sind auch englisch. Also Java ist ja eine Programmiersprache, eine künstliche Sprache. Ähm, das ist kein Englisch, also ganz wichtig, das ist nicht englisch, auch wenn das irgendwie englisch ausschaut. Ähm, das hat eine andere Bedeutung als das Wort private im Englischen. Eine sehr ähnliche, aber eine andere. Ähm, aber diese Wörter sind, äh, so wie private oder void oder main oder static, die sind im Englischen entliehen. Die schauen Englisch aus. Und äh, wenn wir dann unsere Kommentare auch auf Englisch sprechen, dann ergibt das so ein etwas schöneres Gesamtbild. Deshalb im Laufe des Semesters wechseln wir dann so langsam auf Englisch. Oder ich zumindest in der Zentralübung. Und Sie ähm, machen das dann einfach. In der Sprache, in der sie sich am wohlsten fühlen. Aber wir empfehlen Ihnen, das auf Englisch auszuprobieren. Okay, schreiben wir mal auf schnell, was die Methode tun soll. Ähm, ein Bouncer klettert in das Loch. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er über diesem Loch steht. In das Loch, ähm, über dem er steht. Und ähm, pflanzt. Eine Blume. Viel Fantasie, ähm, aber das ist so ähm, die allgemeine Zusammenfassung, was in dieser Methode passieren soll. Und jetzt schreibe ich mir noch schnell zwei Dinge auf, bevor wir ähm, mit dem eigentlichen Programmieren anfangen. Und zwar schreibe ich mir eine Vorbedingung auf und ein erwartetes Ergebnis. Das heißt im Englischen dann häufig Precondition und Postcondition. Und zu Beginn machen wir das bei vielen Methoden. Später, wenn Sie größere, komplexere Systeme entwickeln, dann macht man das vor allem, wenn man sehr algorithmische ähm, Programme schreibt und vor allem Programme schreibt, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass jedem klar ist, was jeder Baustein innerhalb dieses Programms tatsächlich macht. Was ist die Idee von solchen ähm, Preconditions und Postconditions? Sie halten einmal fest in Form von einem Kommentar, ähm, unter welchen Bedingungen diese Methode ausgeführt werden kann und unter welchen, und was für ein Ergebnis die Methode unter diesen Bedingungen, die da definiert sind, normalerweise erzeugen sollte, wenn sie ausgeführt wird. Also Vorbedingung. Ähm, Wenn wir die jetzt genau definieren, dann wird für uns auch das Programmieren leichter, weil wir dieses kleine Teilproblem, was wir jetzt lösen, äh, ein bisschen genauer einfach auch beschreiben können. Wenn Sie sich das jetzt nochmal anschauen ähm, und wir sind jetzt dabei, hier ein, so ein Loch zu befüllen, ähm, wann sollen wir beginnen? Also unter welchen Bedingungen rufen wir diese Plant-Methode auf, um dann eins dieser Löcher zu befüllen, wenn Sie das jetzt mal beschreiben müssten, wo steht Bouncer wahrscheinlich? Okay, die can move right wäre eine Bedingung, mit der wir feststellen können, ähm, ob Bouncer an der richtigen Stelle ist. Was ich jetzt aber meine, das ist das, was jetzt gerade so im Chat geschrieben wird, ähm, wenn Sie die Position von Bouncer ähm, beschreiben würden, wenn wir über einem Loch stehen, das ist doch eine gute Idee. Das schreibe ich jetzt einfach mal auf. Bouncer direkt über einem Loch. Wir können das noch viel verfeinern, wenn wir wollen. Ähm, unsere Kommentare werden erstmal besser, aber das ist doch schon mal ein guter Hinweis hier oben. Ähm, was ist jetzt noch wichtig? Wenn Sie sich mal daran erinnern, Bouncer, der kann sich ja drehen und sich kann, und kann sich bewegen und wir müssen jetzt irgendwie mit diesen Befehlen ähm, dafür sorgen, dass er hier in dieses Loch reinläuft und ähm, da dann ein Feld kennzeichnet und am Ende wieder rausklettert. Wenn Sie jetzt diesen Befehlsablauf sch schreiben müssen, und das müssen wir ja gleich, was möchten Sie noch wissen? Wenn Sie jetzt nur diese Methode hier implementieren müssen, den Rest schreibt irgendjemand anders, dann ist es ja ganz, ganz wichtig, dass Sie genau wissen, unter was für Bedingungen jetzt Ihre Arbeit startet. Und bis jetzt wissen wir nur, Bouncer steht über diesem Loch. Was gibt es vielleicht noch für... Eine weitere Information, die für uns jetzt wichtig ist, damit wir wissen, mit welchem Befehl wir diesen Weg in das Loch ähm, beginnen. Irgendwas, was Ihnen vielleicht noch einfällt. Vielleicht ist das auch ganz offensichtlich, weil Sie das eh schon in dieses Bouncer steht, direkt über einem Loch reininterpretieren. Ähm, aber eine Vorbedingung gibt es noch. Ne, ein Ziel ähm, gibt es auch, äh, das schreiben wir auch gleich auf, aber... Eine Sache würde ich gerne noch bei diesen Vorbedingungen festhalten. Fällt Ihnen da irgendwas auf? Ähm, also Boden unter den Füßen hat. Da würde ich ja vielleicht. Ich ähm, würde jetzt davon ausgehen, dass er keinen Boden mehr unter dem Fuß hat. Hm. Er muss ins Loch rein, wie er reinkommt. Okay, vielleicht ist das einfach was, was noch nicht in den Übungsaufgaben so, so präsent war. Ähm, Schauen Sie sich mal an, wo Bouncer steht. Der steht hier ganz am Anfang auf dem Feld. Wie viele Möglichkeiten gibt es für Bouncer auf diesem Feld zu stehen? Überlegen Sie sich, ähm, wie Bouncer ausschauen kann. Vier. Was sind die vier äh, Möglichkeiten, wie Bouncer auf diesem Feld stehen kann? Da kommt es, in welche Richtung er sieht. Das würde ich jetzt gerne noch festhalten. Ich würde gerne bei dieser Vorbedingung noch festhalten, dass bei uns er in eine ganz bestimmte Richtung schaut. In welche Richtung soll er schauen? Wenn wir mit dem Plant beginnen, irgendein Vorschlag? Nach rechts? Ähm, rechts meinen Sie in diese Richtung, oder? Also hierhin, Osten. Warum ist Osten besser? Als rechts Vorschlag, warum es ähm, vielleicht besser ist, für diese Vorbedingungen ähm, die Himmelsrichtung in Anführungsstrichen, auch wenn das natürlich Quatsch ist. Also, das hier als Norden, Osten, Süden und Westen zu bezeichnen, macht jetzt auch nicht so viel Sinn, aber es macht in dem Sinn ähm, sehr viel Sinn. Nach Süden fürs Pflanzen, äh, ja der immer Sonne bekommt, die Pflanzen. Nein, ähm, wir einigen uns jetzt einfach mal darauf für diese Bouncer-Probleme, dass wir die oberen Kartenrand als Norden bezeichnen, den unteren als Süden, den rechten Kartenrand als Osten und den linken als Westen. Dann haben wir nämlich zwei Bezugssysteme. Ähm, wir haben einmal dieses absolute, mh, was durch die Kartenränder definiert wird. Norden. Ähm, Osten, Süden und Westen. Und wir haben dieses Relative. Wir schauen uns an, in welche Richtung Bouncer gerade schaut. Und dazu benutzen wir dann links und rechts, ähm, um die beiden Richtungen, in die er sich dreht äh, oder dann auch bewegt, zu bezeichnen. Also zwei verschiedene Bezugssysteme. Und ich halte jetzt einfach mal fest. Bouncer steht direkt über einem Loch und blickt nach Osten. Ergebnis. Was wünschen wir uns ähm, von dieser Methode? Also wir haben jetzt gesagt, ähm, diese Methode kann gestartet werden, wenn Bouncer hier auf diesem Feld steht und nach Osten schaut. Und jetzt würde ich gerne aufschreiben, wenn diese Methode dann durchgeführt worden ist, ähm, was, was, soll dann, ähm, was soll dann das Ergebnis sein? Wie hat sich die Welt dann verändert? Irgendein Vorschlag, was wir festhalten sollten. Was soll Bouncer gemacht haben? Wo soll er am Ende stehen? Das sind so die beiden Sachen, die, ähm, die jetzt an dieser Stelle festzuhalten sind. Überlegen Sie sich mal, ähm, Sie schaut nach Osten über dem gefüllten Loch. Es wurde eine Pflanze gepflanzt. Er soll gepflanzt haben und dann wieder nördlich vom Loch stehen, Blick nach Osten. Okay. Ich versuche das mal äh, zusammenzufassen. Bouncer hat und ich werde jetzt ein bisschen ausführlicher ähm, am untersten Feld des Lochs. eine Pflanze gepflanzt. Ich schreibe mal hin, was das denn echt bedeutet, weil wir sind ja in dieser Fantasiefeld. Feld ist jetzt grün. Und steht über dem Feld, äh, über dem Loch. Und blickt, und was hatten sie gesagt? Nach Osten. Okay. Das ist unser Teilproblem, was wir auf dem Weg ähm, über den Boden ähm, lösen wollen. Wir hatten noch eine zweite Aufgabe, ähm, eine übergeordnete Aufgabe, nämlich über diesen Boden laufen und dabei die Löcher finden und dann wahrscheinlich diese Aktion hier ausführen. Würde ich gerne auch kurz festhalten, damit wir das nicht vergessen. Ich schreibe mal eine zweite Methode. Ähm, Uh, find and find holes, find and plant in all holes. Oder ich glaube, man sagt, ähm okay, kleine Klammer auf. Ähm Wir lösen ganz, ganz komische Probleme. Bouncer ist so ein zweidimensionaler kleiner Roboter, der. Ganz viel Fantasie von uns verlangt, ähm, uns vorzustellen, was eigentlich dessen Probleme sind, weil am Ende sind das keine Pflanzen und das sind keine Mauern, die er irgendwie repariert und keine Straßen und keine, weiß ich nicht, ähm, andere Dinge, die er tut, keine Schätze, die er fischt, sondern das sind halt einfach irgendwelche Kästen oder irgendwelche Felder in einem Koordinatensystem, ähm, die er anmalt. Wie lange die Übung geht, hängt so ein bisschen von Ihnen ab. Ähm, ich wird mal anpeilen, dass wir kurz vor acht offiziell Schluss machen, aber wenn Sie dann noch ganz viel Lust haben, dann machen wir gerne weiter. Ähm, was ich sagen wollte ist, auch wenn da jetzt ganz, ganz viel äh, Abstraktion von uns irgendwie erfordert wird oder ganz viel Transferleistung, äh, können wir trotzdem versuchen, uns so ein bisschen in diese sogenannte Domäne reinzuversetzen und wenn Sie in ein Programm lösen, was irgendwas mit einem bestimmten Themengebiet zu tun hat, jetzt in unserem Fall irgendwie Pflanzen, äh, die eingepflanzt werden müssen, dann ist es immer gut, dass man sich in dem Vokabular, was man verwendet, jetzt in diesem Fall suche ich nach einem Namen für eine Methode, vielleicht so ein bisschen dieser Welt ähm, tatsächlich äh, ja auch annähert, also die richtigen Worte, wenn Sie so möchten, verwenden. Und ähm, ich kenne mich jetzt nicht so gut in der Botanik aus und noch viel weniger irgendwie in englischsprachiger Botanik, aber ich glaube zu wissen, ähm, dass wenn man über so Orte, Löcher spricht, in die irgendwie was gepflanzt werden soll, man das nicht unbedingt Hole nennt, sondern vielleicht eher sowas wie Plot. Ähm, ja, 24 Stunden machen wir nicht. Äh, also Plot ist, glaube ich, irgendwie so ein Begriff, der zumindest irgendwie näher an dem ist, was wir irgendwie beschreiben wollen, als jetzt Hole. Heißt, glaube ich, noch ein bisschen was anderes, aber ist jetzt auch nur ein Beispiel dafür, dass Sie sich, ähm, wenn Sie irgendwie ein Thema haben, wenn Ihr Programm ein bestimmtes Thema hat, vielleicht auch im Sprachgebrauch so ein bisschen dem ähm, annähern sollten. Das ist die Methode, ähm, die ähm, so übergeordnet, dass ähm, den gesamten Weg von Bouncer irgendwie durch diese Welt... Ähm, lösen soll und da schreibe ich mir nur ganz kurz mal auf, ähm, was wir vorhaben. Ähm, Bouncer bewegt sich vom Anfang von seiner Startposition bis zum Ende der Karte über den Boden und pflanzt, pflanzt. Jetzt aber. F so, pflanzt in jedes gefundene Loch eine Blume. Immer, wenn Sie so ein bisschen was im Hinterkopf haben, was Sie machen möchten, lieber gleich irgendwie einen Kommentar und eine Methode reinmachen, auch wenn Sie eigentlich gerade ein anderes Problem lösen, äh, dann vergessen Sie das nicht. Das ist gerade am Anfang immer wichtig, weil dann überlegt man sich irgendwie großartige Pläne, ähm, fängt dann an, irgendwo an der Stelle was zu implementieren, und weil man sich nichts aufgeschrieben hat, sich keine Notizen gemacht hat, vergisst man dann auf dem Weg, was man eigentlich vorhatte. Und wenn Sie sich erinnern, im Chat hatten wir uns ja darauf geeinigt, dass das so unsere beiden Hauptprobleme sind. Wir wollen über den gesamten Boden laufen und wir wollen ähm, bei dem Boden ähm, oder während wir über den Boden gehen jedes Loch identifizieren und ähm, da dann äh, versuchen ähm, eine Pflanze jeweils reinzusetzen. Ähm, jetzt haben wir hier dieses Pflanzproblem zumindest schon mal als eine Methode festgehalten und vielleicht können wir uns jetzt noch überlegen, um, ob wir das weiter unterteilen können. Was sind ähm, die Teilaufgaben, die Bouncer lösen muss, um das, was wir hier notiert haben, ähm, hinzubekommen? Also, wir haben jetzt eine große Idee. Bouncer klettert in das Loch, über dem er steht, und pflanzt eine Blume. Ähm, aber das ist bestimmt auch noch mal ein bisschen weiter unterteilbar mit diesem äh, Dekompositionsprinzip, da können wir Aufgaben identifizieren. Nach unten gehen, Pflanzen wieder hochgehen, ist der Vorschlag. Gibt es sonst noch ähm, Ideen für die Aufteilung? Schreiben Sie wieder Past in den Chat, wenn Sie der Meinung sind, dass wir damit arbeiten können, oder ähm, irgendwas anderes, wenn, wenn Sie meinen, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken sollten. Erstmal eine Turn-Right-Methode schreiben, ja, die brauchen wir bestimmt gleich. Okay, ähm, also drei Aufgaben: nach unten gehen, pflanzen, wieder hochgehen. Ähm, Gibt es im Bouncer ähm, einen Befehl, nach unten gehen? Gibt es im Bouncer oder kann Bouncer einen Befehl, versteht Bouncer einen Befehl, ähm, geh zum Boden des Lochs? Schreiben Sie, Überlegen Sie mal kurz, die Antwort ist wahrscheinlich relativ klar. Ähm, Gibt es nicht, oder? Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es irgendwie sowas gibt wie äh, bouncer.move äh, to bottom of hole. Können wir mal ausprobieren. Aber Sie sehen, es wird rot unterstrichen, den Befehl gibt es nicht. Das heißt meistens, ähm, dass das, was wir jetzt gerade vorhaben, nämlich bouncer nach unten in dieses Loch zu bewegen, ähm, wahrscheinlich eine halbwegs komplexe Aufgabe ist. Es gibt jetzt nicht den einen Befehl, den wir ausführen können, um dieses Ziel zu erreichen, nämlich Bouncer ganz unten in das Loch zu positionieren. Und das heißt für uns wahrscheinlich ähm, wieder, dass es eine gute Idee wäre, diesen Teilschritt, dieses Bouncer bewegt sich von der Ausgangssituation ganz runter in das Loch, wo zu definieren? Also, was, was liegt nahe, wenn Sie so eine halbwegs komplexe Aufgabe haben und es gibt nicht einen eindeutigen Befehl? mit dem Sie das erledigen können. Die Kompositionsstrategie, wir zerlegen das jetzt wirklich so lange, bis es nicht mehr geht. Eine weitere Methode, sehr gut. Ähm, ich schreibe meine Methode, private, void, äh, move to bottom of hole oder plot, wie auch immer Sie möchten. Und in dieser Methode implementieren wir jetzt genau das, nämlich ähm, dass äh, wir ähm, ausgehend von dieser Positionierung über dem Loch nach ganz unten gehen. Also runter in das Loch. Merken wir uns mal, das implementieren wir gleich. Das andere war ähm, Pflanzen. Was müssen wir machen, um jetzt in unserer kleinen Fantasiewelt äh, eine Pflanze ganz unten in das Loch einzupflanzen? Was muss Bouncer da tun? Einen Vorschlag: Feldgrüt anmalen äh, müssen wir dafür eine Methode schreiben oder gibt es ähm, einen Befehl, der schon existiert, äh, mit dem Bouncer genau das macht? Man gibt ein Befehl, okay. Das heißt, da müssen wir mal keine Methode für reinschreiben. Das heißt, wir könnten doch eigentlich schon in diese Plant-Methode mal reinschreiben: ähm, Move. To bottom of Hole. Das ist die Methode hier, die ich gerade eben definiert habe, die rufen wir hier auf. Wir haben die noch nicht implementiert, aber wir gehen davon aus, dass wir die bestimmt richtig implementieren. Und dann können wir als nächstes sagen: Bouncer -Punkt, paint Field ähm, Field Color und dann wollen wir das, glaube ich, Green einzeichnen, oder? Müsste das stimmen ungefähr? Ich schau mal ganz kurz nach, ob ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Äh, ja doch, das müsste stimmen. Und wenn das hier bei Ihnen auch rot unterkringelt ist, dann gehen Sie da einmal drauf und klicken hier unten auf Import Class und dann verschwindet dieser Befehl auch. Woran lag das? Ähm, diese Farbe hat unser aktuelles Programm im Moment noch nicht gekannt. Und deshalb mussten wir über diesen Klick auf den Import-Button diese Farbe quasi in unser Programm holen. Jetzt versteht Java das auch und kann den Befehl korrekt ausführen. Dann laufen wir ins Loch rein, hoffen mal, dass wir das richtig hinbekommen, zeichnen das Feld grün ein. Und was müssen wir dann noch machen, um diese Plantaufgabe komplett abzuschließen? Nach dem Färben muss er wieder raus. Ähm, dann schreiben wir uns doch noch eine Methode. Ähm, vielleicht sowas wie exit hole raus aus dem Loch. Ähm, move to top, turn around. Ähm, jetzt habe ich diese Methode hier. Ich schreibe die mal hier rein. exit hole genannt. Wir brauchen keine neue Methode. Ähm, Warum brauchen wir keine neue Methode? Also vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich einfacher hin. Aber jetzt kam der Vorschlag, dass wir diese Methode wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ähm Schreiben Sie mal rein, äh, warum Sie das glauben. Vielleicht äh, können wir das dann ja noch optimieren. Ähm ja, wir können das natürlich zusammen mit der anderen Methode machen, aber wir versuchen jetzt mal wirklich alles, was irgendwie als klar definierte Teilschritte äh, zu ähm, identifizieren ist, auch als solche abzuarbeiten. Das heißt, wenn wir irgendwo so einen kleinen Abschnitt haben, eine kleine Teilsequenz, die Bouncer erledigen soll, dann versuchen wir das jetzt tatsächlich auch als äh, Methode zu definieren. Ähm genau. Das, was Sie jetzt gerade geschrieben haben, dass wir checken müssen, ob wir am Boden angekommen sind, das müssen wir irgendwie hier in diese Methode einbauen. Und bevor wir das machen, möchte ich ganz kurz Sie noch an eine Sache auf eine Sache hinweisen. Ich habe diese Methode Move to Bottom of Hole genannt und diese Exit Hole. Ähm, diese beiden Methoden, die stehen in einem ganz bestimmten Verhältnis. Hier gehe ich in das Loch rein und hier gehe ich aus dem Loch raus. Und wenn ich so zwei Methoden habe, die zwar nicht das gleiche machen, aber sehr ähnliche Dinge tun, dann ist es keine so schlechte Idee, den Namen zu geben, die diesen Zusammenhang auch irgendwie ähm, bestätigen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Sie können das in Ihrem Programm so machen, wie Sie möchten, aber ich benenne jetzt diese Methode mal um, diese hier, und nenne die EnterHole oder EnterPlot, wie auch immer Sie möchten. Da muss ich den Methodenaufruf auch ändern. Und dann haben wir so ein schönes Paar an Methodennamen. Wir haben nämlich Enter Hole und wir haben Exit Hole. Ob das jetzt irgendwie gutes Englisch ist und ob man das noch besser machen kann, sei jetzt an der Stelle ganz kurz mal nach hinten gestellt. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass da irgendwie so eine Art Zusammenhang steht, äh, besteht. Das eine führt den Vorgang aus, in das Lo reinzugehen, das andere holt uns dann wieder raus. Lassen Sie uns das mal implementieren. Ähm, ich zeige Ihnen die Karte. Wir gehen davon aus, dass Bouncer hier an dieser Stelle steht, nach Osten schaut und wir wollen jetzt diese Methode Enter-Hole implementieren, um ganz nach unten äh, auf, den letzten, ähm, auf das letzte Feld von diesem Loch ähm, zum Stehen zu kommen. Und da gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir nicht wissen, wie tief dieses Loch ist. Haben Sie einen Vorschlag, wie wir das machen können? Also wir starten jetzt diese Enter-Hole-Methode. Wir gehen davon aus, dass Bouncer hier steht, nach Osten schaut und wir wollen hier an diesem letzten Feld vom Loch ankommen. Was müssen wir machen? Ich glaube, es ist schon ganz oft gesagt worden, ähm, wir, wir, wir versuchen jetzt diese Methode hier zu implementieren. Und Bounce her Move, solange er kann, genau. Und vorher äh, noch das, was gerade oben vorgeschlagen worden ist, zwei Felder drüber, äh, dieses Turn right. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Turn right methode brauchen wir spätestens jetzt. Ähm, ich kann mal versuchen, das vielleicht irgendwie so ein bisschen so anzuordnen, dass Sie beides sehen. So. Ich glaube, das passt ungefähr, oder? Sie beides sehen. Lassen Sie es mal diese Turn-Right-Methode schreiben. Die brauchen Sie in fast jedem Bouncer-Programm. Das ist was, was man irgendwann dann auswendig kann. turn Gibt es ja als Befehl nicht. Äh, wir haben aber den Turn-Left-Befehl und wir wissen, wenn Bouncer sich nach rechts drehen soll, sich aber nur nach links drehen kann. Dann führen wir diesen Befehl dreimal aus und dann erreichen wir das gleiche Ergebnis. Ähm, was benutzen wir, wenn wir uns die Schreibarbeit, wenn Sie so wollen, sparen möchten. Also ich möchte jetzt nicht turn left, turn left, turn left aufschreiben, sondern möchte es ein bisschen vielleicht eleganter machen. Vorschleife, genau. Ich schreibe eine Vorschleife. Ich lasse die bei 0 beginnen. Ich lasse die Schleife dreimal durchlaufen. Und ich ähm, sorge dafür, dass in jedem Schleifen Durchlauf Bouncer sich einmal nach links dreht. Das ist unsere Schleife. Ähm, ich habe Ihnen heute in der Vorlesung gesagt, dass es so ein Feature in IntelliJ gibt, ähm, das Ihren Code automatisch formatiert. Ähm, wenn ich jetzt mir zum Beispiel beim Schreiben nicht so viel Mühe gebe und das irgendwie so mache, soll ich natürlich nicht machen. Um, aber wenn ich mal irgendwie so einen unformatierten Code erzeuge, dann können Sie immer Steuerung alt und L drücken oder was auch immer da der Shortcut auf Ihrem Betriebssystem ist. Ich glaube unter Windows ist das der auf jeden Fall. und dann wird dieser Code automatisch so formatiert, wie er ausschauen soll. Dann sind alle Blöcke richtig äh, ein, ähm, eingerichtet. Ähm, alle Zeilenumbrüche sind da, wo sie sein sollen. Das Innere einer Schleife ist ein bisschen eingerückt gegenüber dem restlichen Code und das erreichen Sie nochmal unter Windows Steuerung Alt und L und dann wird der Code formatiert. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie es ähm, unter Mac und unter Linux ist. Unter Linux wird es wahrscheinlich der gleiche Key sein. Ähm, unter Mac wird es wahrscheinlich irgendwas anderes sein. Ähm, wenn da jetzt jemand Parat hat, gerne mal schnell in den Chat posten. Steuerung Alt L ähm, unter äh, Windows und dann wird das Ganze hier so schön eingerückt. Und dann sehen Sie auch, habe ich auch heute gesagt, wenn wir hier zum Beispiel mal was vergessen, sondern dieses Ende von, der, von dem Block, von der Vorschleife, dann ähm, sehen Sie, dass es IntelliJ versucht, das irgendwie hinzubekommen und wir dann merken, okay, hier kann irgendwas nicht stimmen, weil die, der Block von dieser Methode, der geht hier zu, aber hier ist eine andere Methode ja schon drin, da ist irgendwas äh, nicht so wirklich gut gelaufen. Steuerung Z kennen Sie, macht Dinge wieder rückgängig ähm, und kann uns in dem Fall helfen, um wieder den richtigen Zustand zu erzeugen. Okay, Turn Right haben wir geschrieben. Ähm, wir stehen hier auf diesem Feld und ich benutze die Turn Right Methode, um mich umzudrehen. Ich schaue jetzt nach unten äh, in das Loch rein. Und jetzt möchte ich, unabhängig davon, wie lang oder wie tief dieses Loch ist, bis zum Boden laufen. Wie kriege ich das hin? Ich weiß nicht genau, wie häufig ich, also ich verrate Ihnen nichts Neues, ähm, wenn, wenn ich Ihnen sage, dass es der Move-Befehl ist. Ähm, ich schreibe in der falschen Methode. Oh ja, danke, vielen, vielen Dank äh, für den Hinweis. Ich war schon einen Schritt weiter. Hier wollen wir natürlich. Wir müssen erstmal in das Loch rein und äh, da drehen wir uns um. Ähm, nach rechts, schauen nach unten und jetzt weiß ich nicht, wie lang das Loch ist. Ich weiß, dass ich mit dem Move-Befehl immer einen Schritt weiter gehen kann und ähm, brauche jetzt irgendwas, um unabhängig davon, wie tief dieses Loch ist, irgendwann am Boden anzukommen. Und Sie haben schon vorgeschlagen, wir benutzen die Y-Schleife. Wir fragen Bouncer, kannst du dich nach vorne bewegen? Can move forward. Kannst du dich noch nach vorne bewegen? Wenn ja, beweg dich einen Schritt nach vorne. Und wenn bei uns er dann diesen einen Schritt gemacht hat, in unserem Fall ist er dann schon am Ende vom Boden äh, vom Loch angekommen, dann fragt er, fragen wir ihn wieder, kannst du dich nach vorne bewegen? Und wenn diese Situation immer noch da ist, dass da immer noch ein Loch oder ein Feld vor ihm ist, er noch nicht am Boden vom Loch angekommen ist, wird dieser Befehl noch mal ausgeführt. Und das passiert so lange, diese Wiederholung und immer dieses, diese Abfolge von Fragen und Befehle ausführen, bis das hier irgendwann nicht mehr erfüllt ist. Und ähm, das ist für uns dann das Zeichen, wir haben den Boden vom Loch erreicht und wir können weitermachen. Und dann macht unser Programm hier mit dem nächsten Schritt weiter oder in diesem Fall, weil hier nichts mehr folgt in der Methode, ist dann der Aufruf dieser Methode beendet und wir stehen dann am Boden vom Loch. Das ist ganz wichtig. Äh, Nochmal merken Sie sich das, diese Abfolge von diesen Schleifen immer. Erstmal schauen, soll ich das Ganze überhaupt machen? Dann einmal diese Befehlskette ausführen und direkt, wenn der Befehl ausgeführt worden ist oder die Befehle ausgeführt worden sind, die hier stehen, nochmal fragen, ist diese Situation immer noch da? Wenn ja, weitermachen. Wenn nicht, äh, ist die Schleife zu Ende. Schreiben wir uns mal ganz kurz auf, ähm, was, was wir hier erreichen möchten, ähm, beziehungsweise was wir jetzt eh schon umgesetzt haben. Bouncer ähm, läuft bis zum letzten Feld des Lochs, über dem er steht. Vorbedingung. Bouncer steht über einem Loch und blickt nach Osten. Ergebnis. Bouncer auf dem letzten, der untersten Feld, tiefsten Feld des Lochs und blickt, zumindest so wie wir die Methode jetzt geschrieben haben, nach Süden. Dann pflanzen wir und dann müssen wir wieder raus aus dem Loch. Jetzt sind wir in der Methode, wo ich gerade aus Versehen was reingeschrieben habe. Jetzt stehen wir hier unten, schauen nach oben und müssen wieder raus aus dem Loch. Was müssen wir machen? Ich kann ja mal aufschreiben, was wir wollen. Und dann überlegen Sie sich in der Zeit, wie wir das umsetzen können. Ähm, ein Bouncer klettert aus dem Loch, in dem er sich findet und steht. Am Ende über dem Loch und können wir einfach festlegen, ähm, blickt nach Osten. Vorbedingung. Und jetzt sehen Sie, wie diese Methoden einander übergreifen, ähm, ist eigentlich das Ergebnis von der Enterhole-Methode. Das, was wir hier als Ergebnis definiert haben, Bouncer steht auf dem tiefsten Feld des Lochs und blickt nach Süden, ist die Vorbedingung für die zweite Methode, für die Exit-Hall-Methode, aus der er rausgehen soll. Ergebnis steht eigentlich schon oben drüber. Bouncer steht über dem Loch und blickt nach Osten. Jetzt hatten Sie ein bisschen Zeit, sich das zu überlegen. Um, und was kommen da für Vorschläge? Y-Bouncer-Can, Move-Forward, Bouncer-Move. Ich glaube, das war noch für das andere. Um, wir müssen uns auf jeden Fall umdrehen. Also, wir müssen uns um, einmal um 180 Grad drehen, damit wir nach oben schauen. Und dann. Um, Gehen wir aus dem Feld raus, aus dem Loch raus, indem wir uns so lange nach oben bewegen, bis wir endlich uns wieder nach rechts bewegen können. Das heißt, indem äh, wir feststellen, dass wir rechts von unserer Blickrichtung kein blockierendes Feld mehr haben. Das ist jetzt in dem Vorschlag, ähm, der gerade in den Chat gepostet worden ist, schon ein bisschen. Ähm, eher nicht kompliziert, aber ein bisschen anders gemacht, als wir es bis jetzt kennen, mit diesem Ausrufezeichen. Ich sage Ihnen gleich gerne was dazu, ähm, wie, ähm, was das heißt, aber wir können es jetzt erstmal auch auf eine andere Art und Weise implementieren. Ähm, wollen wir das Umdrehen ähm, in eine extra Methode auslagern? Was sagen Sie? Schreiben Sie mal rein, ja, nein. Ähm, brauchen wir für das äh, Umdrehen eine extra Methode? Was ist Ihre Meinung? Okay, eine Meinung ist nein. Gibt es Gegenmeinungen? Okay, also gibt keine Gegenmeinungen. Deshalb. Ähm akzeptiere ich das jetzt einfach erstmal, also ich drehe mich um. Wenn ich mich umdrehen möchte mit Bouncer, dann muss ich mich zweimal nach links drehen, weil so ein Turnaround gibt es ja auch nicht. Und dann kann ich loslegen. Und jetzt nehme ich wieder eine while-Schleife, ich frage Bouncer wieder was und ich frage Bouncer nicht, ob er etwas machen kann, sondern ob er irgendwas nicht machen kann. Weil es gibt für die meisten der Fragen, die ähm, Sie Bouncer stellen können, auch einen Counterpart. Ich kann Bouncer zum Beispiel fragen: Kannst du dich nicht äh, nach rechts bewegen? Also, da kommt jetzt äh, ganz kurz äh, auch im Chat nochmal ähm, den, äh, den, der, der Einwand oder der Hinweis, dass man äh, durchaus auch noch ein paar zusätzliche Methoden reinschreiben kann. Genau. Ähm, ich hätte jetzt, wäre erstmal schon zufrieden äh, damit, das hier irgendwie auszulagern, aber das, was jetzt gerade vorgeschlagen wird, ist natürlich noch ein besserer Hinweis. Wir können viele von den Bewegungsabläufen, die Bouncer so kann, auch komplett unabhängig von dem akuten Problem machen. Also zum Beispiel sowas wie Turns House ähm, und dann über eine äh, Schleife äh, Bouncer unabhängig von seiner Ausgangslage so lange drehen lassen, bis, ähm, bis er diese Ausgangsbedingungen oder dieses Ziel. Äh, dass er eben nach Süden schaut, äh, tatsächlich erreicht hat. Äh, jetzt in dem konkreten Problem äh, brauchen wir es wahrscheinlich nicht, ähm, weil wir ja immer davon ausgehen, dass wir diesen Boden haben, der auf eine bestimmte Art und Weise ausgerichtet ist und wir wahrscheinlich gleich durch diese übergeordnete Methode E eh dafür sorgen, dass bei uns ja immer mit einer ganz bestimmten Blickrichtung ähm, diesen Initialen Zustand für das Pflanzen äh, tatsächlich erreicht. Aber ein guter Hinweis, ähm, wir können ganz, ganz viele von diesen Sachen tatsächlich komplett abstrahieren von diesen Vorbedingungen. Ähm, am Anfang ist es aber gar nicht so schlecht, äh, Methoden auch mit sehr expliziten Vorbedingungen zu schreiben, weil man dann einfach ähm, sich Langsam antrainiert, solche Methoden als Bausteine innerhalb des Programms zu sehen, die ausgehen von einer ganz bestimmten Situation, eine neue Situation erstellen. Oder an manchen Stellen braucht man das einfach. Aber nochmal sehr guter Hinweis: ähm, ganz häufig können Sie sich diese Vorbedingungen auch durch geschicktes ähm, Erstellen der Methoden sparen oder zumindest die sehr stark reduzieren. Was wir eigentlich machen wollten, war aus dem Loch rausklettern. Und ich habe Ihnen gesagt, es gibt irgendwie immer so Counterparts, Gegenstücke zu diesen Fragen, die wir Bouncer stellen können. Wir können das mit diesem Ausrufezeichen machen, das werden wir ähm, in den nächsten Wochen noch kennenlernen. Das ist ein Operator, der eine Aussage negiert, also umdreht. Aber damit wir den am Anfang noch nicht brauchen, haben wir Ihnen diese Methoden vorgegeben, die ganz explizit Bouncer auch nach negativen Eindrücken fragen. Und hier frage ich Ihnen, Kannst du dich im Moment nach rechts bewegen? Weil ich weiß, er steht hier unten in dem Loch, schaut nach oben. Und wenn er unten in dem Loch steht, kann er sich nicht nach rechts bewegen, weil das Loch ist dadurch definiert, dass links und rechts zwei ähm, blockierende Elemente sind. Und jetzt frage ich ihn, kannst du dich nach rechts bewegen? Wenn nicht, dann beweg dich doch bitte schön ein äh, Stück nach vorne. Dann geht Bouncer auf das nächste Feld. In unserem Fall ist er dann schon aus dem Loch raus. In anderen Fällen, wenn dieses Loch länger ist oder tiefer ist, muss er vielleicht noch ein Stückchen weiter nach oben gehen. Und dann fragen wir ihn wieder: äh, Kannst du dich denn jetzt nach rechts bewegen? Bist du über diesem Loch wieder angekommen? Kannst du deinen Weg fortsetzen? Und wenn das äh, nicht der Fall ist, dann ähm, geht er wieder, äh, haben wir ähm, wieder die Situation, dass er sich noch ein Stückchen weiter nach oben bewegen muss. Okay, also Exit Hole umdrehen bis nach oben laufen und dann vielleicht noch einmal ein Turn Right einfügen, damit wir diese Ausgangs, äh, dieses Ergebnis, was wir hier definiert haben, auch wirklich vollständig erreichen, nämlich äh, tatsächlich nach Osten schauen. Ähm Jetzt haben wir diese plant Methode implementiert wir wissen, wie wir in das Loch reingehen, wir wissen, wie wir aus dem Loch wieder rausklettern und wir wissen, ähm, wie wir ähm, ein Feld einzeichnen beziehungsweise eine Pflanze pflanzen, indem wir dieses Feld dann grün einfärben. Jetzt müssen wir irgendwie noch zum Abschluss eine Methode schreiben und die haben wir hier auch schon vorgesehen, dieses find and plant in all plots, die dafür sorgt, dass Bouncer ja hier einmal diese gesamte Strecke durchläuft, hier an dem letzten Ende stehen bleibt und jedes Mal, wenn er auf dem Weg an so einem Loch ankommt, das dann befüllt. Kriegen wir das noch hin? Ähm, fällt Ihnen irgendwie so ein guter Rahmen ein, um erstmal dafür zu sorgen, dass Bouncer sich tatsächlich von dieser Stelle aus bis zu dieser bewegt? Vielleicht kriegen wir das ja noch kurz hin. Ähm, wenn jetzt alle Leute wohlverdient, weil wir jetzt ja auch schon ein bisschen überziehen, gerne aussteigen, ist das auch kein Problem. Also ich sage schon mal Tschüss an alle, die äh, jetzt weg müssen. Äh, wir sehen uns auf jeden Fall weiter, äh, wieder, dann nächste Woche. Ähm, aber für die Leute, die jetzt noch Lust haben, mache ich gerne noch ein paar Minuten weiter. Haben Sie irgendeine Idee? Ähm, move for while Bouncer can move forward. Und ähm, da drin dann wahrscheinlich irgendwie ein Bouncer Move-Befehl und irgendwie unser plant befehl Probieren wir das mal aus. Ähm, ich schreibe uns eine while-Schleife. While Bouncer can move forward. Ähm, Bouncer.move. Wenn ich das jetzt ausführe, kann ich ja mal machen, dann passiert noch nichts. Warum? Weil ich diese methode hier noch nicht aufgerufen habe einer von den bugs die ich ihnen heute in der vorlesung gezeigt habe wir schreiben zwar was ganz tolles aber wir vergessen das aufzurufen und ich habe ihnen auch gesagt woran sie das erkennen können nämlich dieses ausgegraute im methodennamen also diese methode habe ich definiert aber nie aufgerufen ich kann das jetzt mal nachholen indem ich in der bounce methode wenn unser programm startet diese find and plant, in all plots müsste es wahrscheinlich eigentlich heißen, äh, tatsächlich aufrufe. Wenn ich dann mein Programm nochmal neu starte, dann sehen Sie, dass Bouncer jetzt zumindest drüber läuft. Jetzt würde ich gerne auf dem Weg von Bouncer feststellen, ob er sich, wenn er sich bewegt hat, das können wir erstmal so stehen lassen weil wir ja wissen, oder ich habe es Ihnen ganz am Anfang verraten, auf dem ersten Feld kann nie ein Loch sein. Ich würde jetzt gerne in dieser Schleife für jeden Schritt, den Bouncer nach vorne geht, feststellen oder ihn fragen, ob er über einem Loch steht, damit ich dann in Konsequenz diese Methode, die wir jetzt ja so hübsch irgendwie aufgedröselt haben, ausführen kann. Wie kann ich Bouncer... Mit jedem Schritt, den er tätigt, mit jedem Schritt, den er auf dem Boden geht, fragen, ob er über einem Loch steht. Wie finde ich das heraus? Ich zeige Ihnen nochmal die Karte. Ich kann übrigens ähm, hier auch wunderbar äh, Bouncer kurz anhalten mit der Leertaste. Das funktioniert aber nur mit einigen Bouncer-Programmen. Ähm, wie kann ich an dieser Stelle, wenn ein Bouncer zum Beispiel an genau dieser Position ist, durch eine geschickte Abfrage feststellen, ob er sich auf einem Bodenfeld befindet oder ob er sich über dem Loch befindet? Bouncer can move right. Genau. Nur wenn Bouncer sich nach rechts bewegen kann, also Blickrichtung ist nach Osten, die Südrichtung ist dann die Abfrage, can move right. Kann er hier nicht, weil hier dieses schwarze Feld ist. Nur wenn er sich nach rechts bewegen kann, wissen wir, dass er über einem Loch steht. Und das verbinden wir jetzt mit einer if-Bedingung. Ich habe nicht if-Schleife gesagt, Sie erinnern sich, das gibt es nicht. Und wenn man das sagt, muss man irgendwie in die Kaffeekasse einzahlen. If Bouncer can move right. Wenn er sich nach rechts bewegen kann, was soll er dann tun? Also, wir stellen fest, Bouncer. Oder wir fragen Bouncer, ob er über einem Loch steht. If Bouncer can move right, wenn er auf seinem Weg über ähm, diese Welt oder über diesen Boden an einem Loch angekommen ist, was soll er dann tun? Ja, dann soll er wahrscheinlich genau die Plant-Methode aufrufen. Enter hole macht er indirekt, wenn wir diese Plant-Methode aufrufen, weil wir da ja schon vorgesehen haben, was dieses Teilproblem, ein Loch zu befüllen, Warum jetzt if und nicht wenn. While sorgt dafür, dass ein Befehl ganz, ganz häufig oder eine Kette von Befehlen ähm, wiederholt wird. Und was wir wiederholt haben wollen, ist immer diese Abfolge: geh einen Schritt, prüfe, ob du über einem Loch stehst, und wenn du über einem Loch stehst, geh in das Loch rein und pflanze. Deshalb außen die Schleife, weil wir das, was in dem Inneren der Schleife steht, so lange wiederholen wollen, bis wir hier ans Ende von der Karte angekommen sind und in der Schleife dann immer die Abfolge einen Schritt nach vorne gehen und dann nur einmal fragen wir wollen das nicht wiederholen wir wollen nur einmal fragen kannst du dich nach rechts bewegen wenn ja stehst du über einem Loch dann führe bitte diese Teilsequenz aus die wir gerade geschrieben haben das haben wir programmiert um ein Loch zu befüllen wir haben uns diese ganze Arbeit gemacht um für diese Ausgangsbedingungen bei uns steht, über dem Loch den Weg ins Loch, das Pflanzen und den Weg aus dem Loch zu implementieren. Und was wir jetzt machen, ist, wir setzen jetzt diese Teilaufgabe, die wir wiederholt durchführen müssen, auf unserer Karte 1, 2, 3, 4 Mal, mit dieser gesamten Bewegung über den Boden in Einklang. Wir bewegen uns über den gesamten Boden. Das ist diese äußere Wildschleife. Solange du dich nach vorne bewegen kannst, mach was. Was sollst du machen? Beweg dich einen Schritt nach vorne. Prüfe, ob du über einem Loch stehst. Wenn du über einem Loch stehst, dann pflanze. Und dann hat sich die Welt verändert, weil Bouncer dann hier unten was gepflanzt hat, hoffentlich, und wieder über dem Loch steht. Und dann beginnt der Weg von Bouncer wieder. Dann fragen wir ihn wieder, kannst du dich nach vorne bewegen? Wenn du dich nach vorne bewegen kannst, mach das. Wenn du durch die Bewegung nach vorne wieder über einem Loch angekommen bist, dann füll dieses Loch aus. Wenn du aus dem Loch wieder rausgekommen bist, also wenn diese Methode beendet worden ist, schau, dir wieder, schau dich wieder um und sag uns Bescheid, ob du dich noch einen Schritt weiter bewegen kannst. Wenn, mach wieder genau diese beiden Sachen wieder. Einen Schritt nach vorne und äh, dann das Pflanzen. Ist da der Unterschied zwischen if und when ein bisschen deutlicher jetzt geworden? Wenn, ich möchte irgendwas so lange wiederholen, bis eine bestimmte Bedingung nicht mehr eintrifft. If. Ich möchte genau in einer Situation einmal prüfen, ob eine bestimmte Situation vorliegt und wenn, dann möchte ich ähm, was Bestimmtes machen. Schreiben Sie mir ruhig, wenn das noch nicht so hundertprozentig klar ist. Ich würde jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn wir das jetzt ausführen. Wir schauen mal, was passiert. Bouncer erkennt wohl, dass er über einem Loch ist und. Schauen wir mal, ob wir das Ende auch richtig hingekriegt haben. Habe ich gerade When gesagt? Oh, das tut mir leid. Vielleicht habe ich aber auch When gemeint und das nur falsch betont. Also, natürlich, When gibt es nicht, While oder If dann für die Bedingungsprüfung. Habe ich wirklich When gesagt? Es tut mir leid, es ist aber auch schon spät. Ähm, ich habe Ihnen in der. Ähm, <laughs> okay, dann streichen Sie das aus Ihrem Gedächtnis. Ähm, das stimmt natürlich nicht. Wahrscheinlich. Also, wenn gibt es nicht. Ähm, ich habe Ihnen in der Vorlesung heute noch äh, kurz auf eine Frage gesagt, dass wir auch diese if-else-Konstruktion haben, die wir eigentlich bis jetzt noch gar nicht verwendet haben. Und wir können diesen Teil hier. Ähm, mal umschreiben und wir können ähm, mit dieser if-else-Konstruktion, die ja mehr oder weniger bedeutet, mach entweder das eine oder das andere, diesen Code noch mal ein bisschen umschreiben und dieses move hier rauslöschen und Bouncer dann immer fragen, wenn, ich meine jetzt tatsächlich das deutsche wenn. Ähm, oder falls müsste man ja eigentlich sagen, wenn man das if äh, als englisches Wort interpretiert. Also falls du dich nach rechts bewegen kannst, falls du über einem Loch stehst, Pflanze. Wenn du dich nicht über einem Loch äh, befindest, dann gehen wir davon aus, dass du wahrscheinlich irgendwo anders auf diesem Weg bist. Und dann beweg dich doch bitte einen Schritt weiter. Um dann wieder im nächsten Schritt zu schauen, kannst du dich überhaupt noch nach vorne bewegen? Ähm, wenn ja, befindest du dich über einem Loch? pflanzt das Ganze, wenn nicht gehe nach vorne. Mal schauen, ob das jetzt ähm, die gleiche Auswirkung hat. Ja, sehen Sie? Äh, habe ich nicht ganz äh, richtig im Kopf gehabt. Jetzt haben wir nämlich so einen wunderbaren Bug. Äh, also unsere ursprüngliche Variante war dann doch richtig. Ähm, hier Endlosschleife habe ich organisiert, weil ähm, Wahrscheinlich die Vorbedingungen, die wir für die anderen Methoden geschrieben haben, jetzt nicht mehr mit diesem Ablauf übereinstimmen. Also machen wir es mal ganz schnell wieder richtig. Ähm, Bouncer.move, erst den Schritt, dann die Abfrage und das kommt wieder raus. Ähm, vergessen Sie das aber trotzdem nicht, in dem kommentierten Lösungsvorschlag, den Sie auch über den Gripskurs erreichen, da habe ich extra, weil wir das in der Vorlesung angesprochen haben, eine funktionierende Lösung implementiert, wo dieses If und Else. Äh, Sinn ergibt. while äh, bei, bei werden alle Anweisungen in den Klammernpaaren ausgeführt, solange die Bedingungen bei if werden die Anweisungen ausgeführt, falls die Bedingungen so Genau. Also da ist nochmal irgendwie falls und sowas äh, verwendet ähm, oder erklärt. Und ganz wichtig auch nochmal der Hinweis, der da drin steht, if ist für uns eine Möglichkeit, einmalig ähm, in Abhängigkeit von einer bestimmten Bedingung etwas auszuführen und while ähm, zu einem bestimmten Grad auch die Vor- Schleife, die wir schon kennengelernt haben, wiederholt eine ganze Set an Befehlen oder auch nur einen einzelnen Befehl häufiger. Bei while immer nur dann oder solange diese Bedingung gilt, bei der Vorschleife so oft, wie wir es in der Schleifensignatur ähm, festgehalten haben. Also if einmal, while häufiger. Okay, aber ähm, nachdem wir hier wieder aufgeräumt haben, ähm, Läuft das Ganze wieder und Bouncer erfüllt unsere Aufgaben. Wir haben dieses große Problem erfolgreich in ein paar Kleinteil, kleinere Teilprobleme zerlegt. Wir haben dabei ähm, versucht, uns so ein bisschen anzueignen, mit Kommentaren schon mal festzuhalten, was wir eigentlich tun wollen, unter welchen Bedingungen wir das machen wollen. Und wir haben ganz am Ende eine halbwegs passable Lösung gemacht. Also nochmal der Hinweis, ich habe es ja in der Vorlesung auch schon gesagt, ähm, damit es für Field äh, 3 auch noch klappt, klappt das nicht? Ähm, klappt nicht für jede Map. Ich kann Ihnen ja mal die, ähm, die, die Lösung zeigen, die ich mir eigentlich überlegt habe. Ähm, dann sehen wir vielleicht auch, was wir jetzt im Zuge des Streams äh, nicht so ganz richtig gemacht haben. Bleiben Sie mal kurz dran. Ähm, zwei Sachen ganz kurz, weil es... Mit diesem if und else diese Verwirrung aufkommt. Ähm, wir kommen noch zu den Problemen, wo das sehr viel Sinn ergibt. Ich zeige Ihnen jetzt aber mal ähm, kurz, wie ich diese Aufgabe äh, auch einmal gelöst habe. Mhm, nur das Paint Field müsste man noch ergänzen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Äh, Schaue ich mir mal ganz kurz an, was unser Code bei. 3 macht. Okay, jetzt, jetzt haben Sie mich tatsächlich äh, ein wenig verwirrt. Jetzt müssen Sie mir ganz kurz helfen und sagen, was Sie genau meinen. Ähm, ich habe jetzt unseren Code nicht verändert. Das ist immer noch genau der Code, den ich gerade Ihnen gezeigt habe. Und ich starte jetzt hier Field 3 und dann schaut das bei mir tatsächlich so aus. Helfen Sie mir jetzt bitte ähm, und sagen Sie mir, was bei Ihnen anders funktioniert. Das habe ich nämlich echt Ich konnte mir nämlich jetzt tatsächlich gerade nicht erklären, was wir so großartig anders gemacht haben, dass das nicht funktionieren sollte. Ah, okay, ich, ich weiß, was Sie meinen. Ähm, das war jetzt nur so ein Verständnisproblem. Ähm, ich glaube, wir sind alle davon ausgegangen, dass wir hier nur ganz unten am Boden vom Loch ähm, was, äh, was einpflanzen sollen. Ähm, und Sie sind davon ausgegangen, dass Sie dieses ganze Loch einfärben sollen. Also ich glaube, dann haben wir doch äh, das Richtige programmiert. Da muss ich Ihnen auch gar nicht die andere Lösung zeigen, würde Sie aber noch mal daran erinnern, ähm, dass Sie... Vielleicht sich diese kommentierten Lösungsvorschlag über GRIPS auch nochmal anschauen, weil da sehen Sie dann, wie man dieses if und else auch verwenden könnte für die Aufgabe. Aber nochmal der Hinweis: solange Sie das nicht wirklich brauchen, nutzen Sie es einfach nicht. Sie werden noch an Stellen kommen, wo Sie nicht ohne dieses if und else, also mach entweder das oder das, tatsächlich kommen. Okay, aber jetzt würde ich sagen, sind wir fertig und durch äh, für heute. Es wird es auch langsam spät und so gut kann ich mich gar nicht konzentrieren, ähm, dass ich hier noch stundenlang mit Ihnen weiterprogrammiere. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder ein bisschen was gebracht. Ähm, ich hoffe, äh, Sie merken sich vor allem, dass dieses ähm, halbwegs strukturierte Herangehen an das Zerlegen der Probleme äh, durchaus Sinn ergibt. Merken Sie sich auch, dass dieses Notieren von dem, was Sie eigentlich mit einer Methode vorhaben, jetzt vielleicht in diesen kleineren Problemen ähm, noch gar nicht so viel Sinn ergibt, aber dass das ein Skill ist oder was ist, was Sie später bei größeren Problemen sehr gut gebrauchen können. Also eignen Sie sich das einfach an, äh, trainieren Sie vor allem auch so ein bisschen dieses Beschreiben von Pre- und Post-Conditions und dann tun Sie sich sehr viel leichter mit auch den komplizierteren Problemen. Das war es jetzt aber für heute. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ähm, wenn es noch Fragen gibt in Discord oder vielleicht einfach jetzt in den Chat rein. Aufzeichnung, ähm, äh, Aufzeichnung gibt es auf jeden Fall direkt na, äh, dann in Twitch und später auch auf YouTube, wenn ich dazu komme, das äh, zu schneiden. Ähm, und mehrere Streams in der Woche müssen wir mal schauen. Es sind jetzt so viel wenig, äh, weniger Leute als am Anfang. Wenn Sie Lust haben, können wir gerne ab und zu auch ein bisschen mehr machen. Ähm, Sprechen wir einfach im Discord, würde ich sagen. Müssen Sie mir sagen, ob Sie Interesse daran haben, hier noch weiter so zu programmieren oder ob Ihnen dann die anderthalb Stunden auch erstmal reichen. Okay, das war es jetzt aber wirklich. Äh, vielen Dank, haben Sie noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder. Auf Wiedersehen.